Ja, Sieg, aber ein kurzer Auftakt eigentlich für die Rasensaison, für das erste Match. Wie hast du es wahrgenommen? War das irgendwie zu spüren auch von deiner Seite? Ach, nicht wirklich, man konzentriert sich ja letztendlich auf sein eigenes Ding. Normalerweise beim Einschlagen war es schon ein bisschen komisch, hat die ganze Zeit ein bisschen rumgemacht, aber dann habe ich herausgefunden, dass es der Schläger war, dann hat er seinen Coach schon einen Schläger gegeben. Deswegen habe ich, das war schon ein bisschen merkwürdig, sage ich mal, weil diese Einspielzeit dann noch ein bisschen länger ging. Aber ich habe eigentlich nichts gemerkt, wo ich dann das Break gemacht habe, glaube ich, zum 4:2 und wo ich dann serviert habe, so bei 15:0, 30:0. Und dann zum Spiel habe ich gemerkt, dass er eigentlich nicht mehr so richtig hin ist zum Return. Also so kam es mir vor. Und dann kam ich halt bis ans Netz und habe schon gemerkt, dass er irgendwie sich nicht wohlfühlte. Und kurz mit ihm gequatscht nach dem Match und er meinte halt, dass er die letzten 10 Tage relativ krank war und sich noch nicht richtig wohlfühlt und es versucht hat, aber es noch nicht geht. Es ist ein erfahrener Spieler, ohne Frage, aber ist das trotzdem eine Situation, wo man immer wieder ein bisschen drüber nachdenken muss, weil es ja schwer ist, die Balance zu finden. Ich muss mich auf mein Spiel zu konzentrieren. Ja. Aber auf der anderen Seite merke ich vielleicht auch, dass beim Gegner irgendwas nicht so richtig optimal ist. Ist das immer noch schwierig, auch nach unzähligen Partien? Es ist wirklich schwierig, ja. Also ich kenne das selber, wenn man gegen einen spielt, der dann immer so rumtut, dass es nicht gut geht oder dass er vielleicht verletzt ist. Ich finde, glaube ich, kein anderer macht besser als Andy Murray zurzeit, der natürlich da auch oft immer so rumtut, als kann er sich kaum bewegen und dann kommt irgendwie der Trainer kurz raus und bewegt er sich wie eine Katze. Ist schwierig, weil man halt dann eben sagt, okay, konzentriere dich auf dein eigenes Ding, mach dein Spiel und aber irgendwie kommt man halt dann doch nicht drum hinweg, dass man halt denkt, gibt er jetzt auf, gibt er nicht auf, jetzt läuft er wieder, warum läuft er? Ja, also es ist schon schwierig, aber. Aber ist schon eine Kritik auch dem Briten gegenüber, dem Schotten gegenüber, dass er da so ein bisschen oftmals vielleicht auch nicht ganz fair play spielt? Ich weiß nicht, ob das eine Kritik ist. Ich glaube, das weiß mittlerweile eh jeder. Ich glaube, jeder spricht darüber auch in dem Lockerroom. Er macht es ja auch schon länger. Ich persönlich glaube daran, dass es immer so eine Sache ist von auch ein bisschen Nervosität und dass er das halt immer schon gemacht hat und da sich auch so ein bisschen den Druck eben nimmt und sagt, ja, hier und da zwickt es ein bisschen, ich fühle mich eh nicht so gut, aber ich probiere es. Und ich meine, er ist so ein talentierter, guter Spieler, dass er das halt eigentlich nicht machen braucht. Aber ich sage jetzt mal erst ein Beispiel, dass er dass einer ist, wo man, glaube ich, wenn man gegen ihn spielt und führt, dass er halt immer irgendwie so wohin fest und man immer denkt, ist er jetzt verletzt oder nicht. Und das halt ein perfektes Beispiel ist, um eben zu sagen, konzentriere dich auf dein eigenes Ding, versuch das Ding nach Hause zu fahren. Weil letztendlich, wenn die nicht topfit sind, die Jungs, glaube ich, gehen sie erst gar nicht auf den Platz. Aber das ist ja ein gutes Stichwort, Tommy. Verletzungen, nicht fit sein oder eben topfit sein. Klar, man muss immer nachfragen bei dir, ja, das gefühlte 20. Comeback, wie sieht es denn jetzt aktuell nach so einer Partie, war vielleicht nur ein Satz, wo man sich gewünscht hätte, es könnte ein bisschen länger gehen,